Einen schönen guten Abend, meine Freunde. Herzlich willkommen wieder. Jo, wieder zu einem neuen Stream hier. Der Fuchs wieder am Start, Fuchs Gaming. Und heute Mittwochabend, genau, mit dem Motto Geburtstagsstream. Jo, ich habe mir mal die Ehre genommen und habe heute Geburtstag. Passiert auf einmal und ja, und deswegen will ich heute Abend noch ein bisschen zocken. Party ist vorbei, alles nach Hause gegangen. Und jetzt habe ich noch ein bisschen, ein, zwei Stunden für mich, ja, um noch ein bisschen weiter zu zocken. Ich freue mich heute Abend vielleicht, wenn der ein oder andere mal hier vorbeischaut und wir ein bisschen zusammen quatschen oder vielleicht eine Runde daddeln. Ab heute ist ja der neue Patch draußen, der uns ja ermöglicht, also ich bin noch nicht von betroffen, da ich leider GS-mäßig zu low bin, ich kann ja nicht mal nach HC gehen. Aha. Also 300 brauche ich mindestens, um hier reinzukommen. Auf jeden Fall ist der erste Flügel offen. Dann ist seit heute da auch das gewertete Schlachtfeld am Start. Arena PvP, wer im PvP so verfallen ist und da gerne spielt, ja, für den geht es dann heute auch los. Oh, guck mal, hier gibt es schon, gibt's schon 280 einhändig. Aber oh, ich habe da schon mehr drauf, ne? Na, drei mehr könnte ich kriegen. Könnten wir vielleicht gleich mal eine Runde starten? Achso, ich brauche natürlich aber. Das ist ja mal das Problem. Kann ich ja gar nicht. Haha. Oh, eine Gruppe. Das klappt so nicht. Achso, aber trotzdem. Ja, hier. Ja, ich kann ja trotzdem auch ungewertet spielen. Ist ja auch kein Problem. Zufällige Schlachtfelder. 40, 3 gegen 3. So, was gibt's denn hier Schönes? Wie ist das denn? 300 Ehre, 40 Eroberung. Gewährt ein. Mhm. Hier wird's schon mehr. Da es ja ein 40er Schlachtfeld ist. Oder halt hier so ein kleines Mini-Ding. Also ist hier zufällig episch Schlachtfeld immer das Beste. Hier kriegen wir die meiste Ehre, die meiste Eroberung. Und 300 Artefakte. Na dann, würde ich sagen, probieren wir heute unser Glück vielleicht ein bisschen im PvP. Aber schon mal ein bisschen die Ränge leveln. Da denke ich. Genau. So, jetzt mal gucken, wo ich hier eigentlich überhaupt stehen geblieben sind. Die Tochter der Familie Kronsteig. So, 1 von 10 haben wir jetzt im Kapitel gemacht. Trefft euch mit Wachtmeister Henry Leum, der an der Galgenschere in Drost war. Das machen wir. Direkt. Ja, das Gute ist natürlich auch, was ich gerade gesehen habe, dass man ja im PvP auch. Achso. Das war nicht das, was ich brauche, aber. Schade. Okay, gut. So, wo steht er denn, der Herr? Oh, was ist denn das? Lucilla Kronsteig, ihr werdet beschuldigt, Hexerei praktiziert und das Dorf Schnitztal mit einem Fluch belegt zu haben. Ihr steht vor Gericht. Wachtmeister, da kommt jemand. Oh, wie ich es hasse, unterbrochen zu werden. Was wollt ihr hier, Festländer? Seht ihr nicht, dass ich beschäftigt bin? Endlich! Ich habe wichtige Arbeit zu erledigen. Reiter aus dem Wald! Noch mehr Unterbrechungen? Was ist es diesmal? Wachtmeister Leumde, ich befehle euch, mir Fräulein Kronsteig auszuhändigen. Fräulein Kronsteig ist der Hexerei angeklagt. Ohne Freisprache von dieser Straftat werden wir sie nicht entlassen. Wir haben keine Nichts Zeit dergleichen für Diskussionen. Werden wir tun, Marschall. Trete zurück, leg die Waffen nieder. Oder wir befreien sie mit Gewalt.
Schauen wir, was zu sagen hat. So, was wollt ihr hier? Ich bin hier, um euch zu retten, meine Liebe. Retten und wollt ihr auch die Dorfbewohner töten, um euch zu retten? Um dem Haus Kronsteig. Wir müssen umgehend handeln. Als Bilder. So, wie sieht denn der Spaß hier aus? Ach, die sind ja schon. Ach. Sind ja schon. Ewig und 3 Tage weit. Auch eine alte Karte, ey. Mann. Das waren noch Zeiten. Im Altaraktal. Oh oh. Schade. Die sind wieder da, wenn man sie braucht, ja? So nicht.
Ich möchte eigentlich mitspielen. Also ich bin Heiler. Weißt du, warum stehen die da?
der Mana. Alle geschnitzelt.
Cool. Und cool. Schmuck 305. Die Schlacht wartet! Meine Klinge wird das Schicksal des Zirkels besiegeln. Das ist zu weit entfernt. Ich bin außer Reichweite. Zu weit entfernt. Ich muss näher heran. Ich bin außer Reichweite. Weit entfernt. Ich bin außer Reichweite. Ich muss näher heran. Ich bin außer Reichweite. Hilfe. Ich muss näher heran. Ich brauche ein Ziel. Thank you.
Er liegt dort hier. Ich bin außer Reichweite. Ich muss näher heran. Rette er sie noch und dann ist Schluss. Doch, hier mal retten wollen wir nicht. Etwas anvisieren. Zu weit entfernt. Augen des Feindes ruhen auf uns. Ich habe geschworen. Ihr habt uns etwas Zeit verschafft, Fessländer. Ich will nur hoffen, dass diese Dörfler, Fräulein Kronsteig, wirklich nichts Böses wollen. Wachtmeister, fahrt fort mit diesem Prozess. Endlich! Lasst uns fortfahren! Hat Fräulein Kronsteig entschieden, wie sie geprüft werden möchte? Drustwar wird überdauern. Mast und Schotbruch. Das zeigt da drunter aus.
trinken finde unterwegs. Wir sehen hier nicht viele Reisende. Auf faule Erntenboxen nach. Kümmert ihr euch um eure Angelegenheiten? Ich kümmere mich um meine. Faule Ernten wachsen nach. Kümmert ihr euch um eure Angelegenheiten? Ich kümmere mich um meine. Möge die See den Zirkel holen. Wir sehen hier nicht viele Reisende. Dieses Land ist verflucht. Vom Festland, hä? Dieses Land ist verflucht. Seid gegrüßt, Festländer. Möge der Wind eure Segel füllen. Thank you.
Ich bin außer Reichweite. Zu weit entfernt. Mann, heute bin ich aber ganz besonders müde. Gibt's ja nicht, wahr? Ich muss näher heran. Was anvisieren. Das ist zu weit entfernt. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Thank you.
Ich bin außer Reichweite. Ich muss näher heran. Das ist zu weit entfernt. Ich bin außer Reichweite. Ich brauche ein Ziel. Das ist zu weit entfernt. Ich muss näher heran. Ich habe kein Ziel. Lange nach mir. Nee. Muss ich denn jetzt nicht aufstehen? Sonst kommen wir um 10. Ja? Eine Stunde. Kommt mir schon wieder so spät vor. Es ist 9 Uhr. Ich bin gerade nur um 6:30 hier. Ich war gerade mal da. Bei 7:30, 8:30, 9. Ich bin vollkommen in Ordnung für dieses große Mörderding da. Und was hast du eigentlich so bekommen? Weil ich ja gar nicht mehr so schnell durch. Wie, dein von wem denn? Na, ein Tankgutschein und Duschgel. Und wie hoch der Tankgutschein? 25. Okay. Kann ich tanken gehen, auf jeden Fall. Ja. Hast du auch Geld gespart? Ja. Wie kann ich euch helfen?
fürs Ruder kommt immer an. Ja, fällt mir. Wie habt ihr jetzt Zwiebeln? Aha, die können auch vertrocknet sein. Na, ist ja gut zu wissen. Ich bin außer Reichweite. Drück irgendwas. Ich habe versucht, so ein Toro-Programm zu machen für die drei Teller, aber irgendwie. Nee, habe ich. War nicht so schön. Ja, der hat schon was gemacht, so 25 Minuten. Aber ich weiß nicht, ob der noch so nass ist. Ich brauche ein Ziel. Okay. Verschrumpelt hier. Ziel. Ja, muss man jetzt hier pflücken? Oh, ist ja geil. Vom Festland. Hm?
Ja, ich kann euch das. Ja, 25 Credit haben. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Das ist zu weit entfernt. Ich habe kein Ziel. Verfallen Sie mal entlang gerannt oder was? Ich muss näher heran. Außer Reichweite. Ich muss näher heran. Das ist zu weit entfernt. Ich bin außer Reichweite. Zu weit entfernt. Kümmert ihr euch um eure Angelegenheiten? Ich kümmere mich um meine. Ich dachte schon, Big Boss hier muss auch gemacht werden. Hier nicht der Fall. Welches Anliegen bringt euch zum Haus Kronsteig? Der Zirkel wird seid büßen ihr für so seine weit? Gräueltaten. Mir reißt bald der Geduldsfaden. Ja. Ihr geht besser. Diese Hexen verbrennen sich. Endlich! Der Prozess kann beginnen. Wie es Brauch ist, hat Fräulein Kronsteig die Prüfungen bestimmt, durch die sie von der Anklage der Hexerei freigesprochen zu werden hofft. Sie will, dass dieser Festländer die Prüfungen durchführt. Eine ungewöhnliche Wahl, die ich als Zeichen unserer lauteren Absichten aber erlaube. Die erste Prüfung ist die Tränenprobe. Fräulein Kronsteig hat während des gesamten Prozesses nicht eine Träne vergossen. Kann die Angeklagte überhaupt weinen? Zeigt es uns. Auf das wir unser Urteil fällen. Nun, Festländer, zeigt es ihnen. Sie weint, aber Hexen können doch gar nicht weinen. Ruhe, Ruhe! Es könnte sich immer noch um eine Täuschung handeln. Wir fahren mit dem Prozess fort. Die zweite Prüfung ist die Stichprobe.
Es ist allseits bekannt, dass auch die hungrigste Blutfliege das üble Blut der Hexen meidet. Lasst die Fliegen frei und seht, wie sie vor ihrem verhexten Fleisch fliehen. Keine Sorge, ein paar Mückenstiche halte ich schon aus. Aua! Ah! Oh, das tut weh! Die Fliegen meiden sie gar nicht. Sie beißen sogar noch mehr zu als sonst. Interessant, aber nicht stichhaltig. Kommen wir zur letzten Prüfung, der Organprobe. Wie man weiß, beziehen Hexen ihre Kraft nicht aus Speis und Trank, sondern aus den Seelen, die sie ihren Opfern aussaugen. Ihre Organe sind völlig leer. Seid ihr bereit, uns das Gegenteil zu beweisen, Fräulein Kronsteig? Das bin ich. Das Gift, Festländer. Oh, mir geht's nicht so. Ihr ist schlecht geworden? Wie kann das sein? Vielleicht ist sie doch keine Hexe. Aber was ist dann mit unserem Dorf los? Ruhe! Ich allein fälle hier das Urteil. Ihr habt mich nicht überzeugt. Das erklärt die Vorkommnisse in Schnitztal nicht. Was? Nach allem, was ich durchgemacht habe? Ihr werdet erst freigesprochen, wenn wir die Wahrheit erfahren haben über das, was unserem Dorf geschehen ist. Sein Hartnäckiger. Seid gegrüßt, Festländer. Also, Hände. Ein ruhiges Ruder kommt immer an. Kümmert ihr euch um eure Angelegenheiten? Oh nein. Ich kümmere mich um meine. Ich habe da keinen Flugbaum. Auch faule Ernten wachsen nach. Was ist denn?
Schnitztal. Das Chaos tut mir leid. Wir haben hier gerade ein kleines Hexenproblem. Wenn ihr nicht zum Helfen hier seid, dann steht nicht im Weg. Macht's kurz. Ihr das, Leute? Der Festländer räumt unsere Stadt mit uns auf. Dann hoffe ich mal, ihr habt eine Armee im Gepäck. Ich muss näher heran. Reichweite.
heran. Zu weit entfernt. Scheiße. Nein. Ist ja nicht. Nicht mal ein Tag, nicht mal ein Morgen. Gibt's ja alles nicht. Gibt's doch gar nicht.
gibt's doch gar nicht. Ja, diese Typen töten ja. Na, 30 hast du ja noch, ne? Ja, aber wenn ich nichts habe. Ja, ich kann es mir auch nicht aus dem Arsch zaubern. Ich muss vorne erstmal eine Mitteilung schreiben. Na, Erinnerung. Ich brauche ein Ziel. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich bin außer Reichweite. Zu weit entfernt. Oh, der wird da spawnen, ey. Immer da rum. Ich muss näher heran. Ich bin außer Reichweite. Ach so. Madame? Okay, Jungs. Sichern wir die Straße hier, damit wir die Anwohner in Sicherheit bringen können. Bezieht mit ihnen Stellung und wehrt Angriffe aus der Stadt ab. Die nehmen uns aufs Korn. Beschützt die Zivilisten. Das ist zu weit entfernt. Oh.
Angriffe aus der Stadt! Haltet die Stellung! Ich muss näher heran. Ich bin außer Reichweite. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Jetzt fahren Sie wohl die großen Geschütze auf. Festhalten, Leute! Das waren alle Dorfbewohner. Mit ein bisschen Glück schaffen sie es unversehrt nach Fallhaufen. Was treibt euch hierher? Genug, Klönschlag. Ein guter Rat. Meidet auf jeden Fall die Minen. Ich weiß nicht, was die aushecken, aber die Magie dort scheint einem richtig das Leben auszusaugen. Ich hab da drin schon zwei Männer verloren. Macht nicht denselben Fehler. Mein Stream wird früher beenden. Muss ich mal solche ausschlafen. Letzte Nacht war schon scheiße. Ja, es war schade, aber. Ich glaube, das tröstet die erstmal weiter. Dann werde ich mich heute mal ein bisschen früher verabschieden. Und mal ein bisschen länger schlafen. In der Hoffnung. Jo, dann bedanke ich mich recht herzlich, dass du wieder da warst. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.